Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Die neue Saison steht vor der Tür, beziehungsweise sie hat schon angefangen. Das bedeutet, wir werden ziemlich viel Zeugs ausgeben. Wir werden sehr, sehr viel dunkles Elixier ausgeben. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt gerne Creator-Code MBF ein. Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich würde mal sagen, was da noch so alles auf uns zukommt, da könnt ihr den Creator-Code MBF auf jeden Fall sehr gut gebrauchen und denkt an das Gewinnspiel. Und nun würde ich mal sagen, oh, wir haben ja heute noch einen Werbepartner, ja, Wolski, da gucken wir jetzt mal drauf und dann viel Spaß mit der Episode. Die heutige Episode ist mit freundlicher Unterstützung von Kingdom Maker, einem wundervollen Strategieaufbauspiel von Scopely. Alle Infos zum Spiel und natürlich auch den Download-Link findet ihr unter dem Video. Das Spiel überzeugt mit einer unvergleichlichen Grafik. Was meine ich damit? Du kannst dein eigenes, einzigartiges Königreich aufbauen, aber nicht nur das. Dieses Königreich kannst du dir vor allem aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Du kannst es dir in der Totalen ansehen, du kannst angucken, was deine Untertanen so treiben, du kannst aber auch ganz dicht reinzoomen, du kannst dir deine Festung angucken. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Und ganz dem Motto oder dem Mantra des Spiels: das Spiel mit nur einer Regel, deiner. Du bist der Regisseur deiner eigenen Story hier und was meine ich damit? Du hast einen magischen Open-World-Spielplatz, du hast eine Vielzahl von einmaligen Charakteren, du entscheidest vor allem über das Schicksal deiner eigenen Monarchie. Wie führst du dein Königreich? Führst du es friedlich? Gibt es Mord? Gibt es Manipulationen? Das entscheidet nur einer und das bist du selber. In dieser gigantischen Welt gilt es, Einheiten zusammenzustellen, deine Armee anzupassen, natürlich das Land zu erobern und in Echtzeitkämpfen anzutreten. Das musst du natürlich nicht alleine machen, du kannst dich einer Allianz anschließen, um anderen zu helfen, um dir helfen zu lassen, um sich gegenseitig zu unterstützen oder um ganz einfach gemeinsam eine schöne Zeit zu erleben und um zu chatten. Also, ihr seht schon, Kingdom Maker ist ein Spiel mit vielen Facetten, wo du am Steuer bist und entscheidest, was passiert, wie es passiert, wann es passiert. Guck gerne in die Beschreibung, da ist alles drin. Download-Link, Infos und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. So, Leute, direkt rein in die heutige Episode. Wir fangen beim Fred-Account an und wir müssen das jetzt so ein bisschen zeitlich aufarbeiten. Also das, was wir jetzt zunächst einmal hier sehen, ist vor dem Ende der Saison. Ich mache das immer übergreifend, saisonübergreifend, damit ich halt, also Saison vom Goldpass, ne, und Silberpass, damit ich halt das vorher ausgeben kann. Dann kommt ja nochmal die Saisonbank, die kriegen wir ja dann nochmal. Das bedeutet, wir kriegen nochmal einen ordentlichen Batzen drauf. Ich werde das an der Seite immer einblenden, wie viel ich ausgegeben habe, damit ihr, ja, so einen kleinen Überblick habt. Guck mal, wie viele Sachen wir einfach noch hier haben. Es ist ja unglaublich. Da hatte ich sogar noch die größere Saisonbank. Das bedeutet, 2 Tage, 12 Stunden. Oh, ja. Da musste auf jeden Fall noch ordentlich was geschehen. Da musste ich noch ordentlich farmen, damit ich noch ein bisschen was bekomme. Denn alles, was ihr dann natürlich farmt, das kommt in eure Saisonbank, vorausgesetzt, eure Lager sind nicht voll. Ne, wir sehen das jetzt, 234.000 Dunkles. Darum geht's ja heute, um das dunkle Elixier. Das bedeutet, ja, da haben wir ordentlich was und vor allem, das ist immer geil, ich musste die Rune des Elex jetzt schon mal benutzen, weil ich sonst die Rune des Elex aus dem Goldpass nicht mehr nehmen konnte. Das ist auch geil. Der Goldpass, der lohnt sich einfach so dermaßen. Es ist einfach so. Es lohnt sich nichts in diesem Spiel zu kaufen mehr als der Goldpass. Ist einfach so. Es ist einfach so. Das ist das, was sich am meisten lohnt. Also wenn ihr sagt, ihr spielt Free-to-Play, ist natürlich absolut in Ordnung, Respekt. Und wenn ihr sagt, ich möchte vielleicht ein bisschen was ausgeben in Clash of Clans, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, macht den Goldpass. Das ist einfach das, was sich am meisten lohnt. Was sehe ich denn da? 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 Es kann nur das Schwein werden, oder? Es kann eigentlich nur das Schwein werden noch. Denn das Schwein kostet uns 204.000 und es ist eigentlich auch meine liebste Truppe im Spiel. Oh, wie geil. Schweinereiter, das waren schon mal die ersten dunklen Tropfen, die jetzt uns hier verlassen haben. Das klingt komisch. Und das Schwein ist direkt mal fertig. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, das ist gut. Vor allem für die CWL. CWL steht auch vor der Tür. Wir suchen noch Member, also wenn du Kanalmitglied werden möchtest, guck in die Beschreibung und klick auf den Link. Und dann lade ich dich in den Mami-Klein ein und dann machen wir zusammen CWL. Jawohl. Jetzt haben wir wieder 126.000. Und wir können noch was machen. Da habe ich mich entschieden, den Skelettzauber zu machen, weil ich auch noch vor allem das Buch habe, das Buch der Zauber. Und da geht das nächste dunkle Elixier weg. Ich bin mal wirklich gespannt, wie viel wir am Ende haben.
Der große Unterschied zu sonst ist, dass wir dieses Mal ja noch die Clanstadt haben. Alle Ausgeben-Folgen habe ich immer vor dem Update mit der Clanstadt gemacht und bei der Clanstadt kannst du ja dunkles Elixier umwandeln in Stadtgold. Das ist jetzt der große Unterschied. Alter, ich habe hier 350.000 drin. 260.000 der König. Katsching, katsching. Wieder das nächste, was jetzt hier weggeht. Jawohl, jawohl, jawohl. 94.000, da verklickt. Ja, das war jetzt zum Beispiel ein bisschen blöd. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Da hätte ich eigentlich erst eine Supertruppe aktivieren können für 25.000. Dann hätte ich noch mal ein bisschen was gespart. Aber in Ordnung. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Oh, jetzt ist der König übrigens maxed. König ist Max. Und wir haben nochmal eine Rune, wir haben nochmal ein Buch, da war nochmal eine Rune des Goldes, nochmal eine Rune des Elex. Es ist so viel. Also wenn du dich entscheidest, den Goldpass zu kaufen, dann mach es nur, wenn du auch wirklich die Zeit hast, ihn durchzuspielen. Weil du da so viel Krams bekommst. Da wollte ich erst noch was kaufen, aber ich habe gesehen, ich habe nicht mehr so viele Medaillen. Und das ist jetzt quasi noch mitten im Überfallwochenende gewesen. Aber egal, Gladi ist fertig. Oh, das hat sich auch richtig gelohnt hier bei Frederiksson. Das muss man auch wirklich sagen. Das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Und der große Account, 310.000 haben wir hier. Und jetzt zack, 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 sammeln wir eben alles ein. Und das ist das Geile hier, 57.600, kaching, kaching, kaching. Das ist der Unterschied zu sonst. Wir kriegen hier viel mehr Zeugs hin. Ich kann hier viel mehr ausgeben als sonst und vor allem noch 21.910 Stadtgold. Wofür nehmen wir das? Natürlich fürs Bezirksrathaus. Logisch. Ting, 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 ting. Ja. Oh, ich bin hier sogar schon Level 51. Ich weiß nicht, also klar, du kommst natürlich hier viel schneller voran als jetzt beim normalen Dorf, was die Level angeht. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, schon Level 51. Und da guckt man immer mal so ein bisschen durch, was man machen kann. Aber dann habe ich mich doch dazu entschieden. Warum habe ich mich dazu entschieden? Weil ich finde, die Armee ist immer wichtiger hier, vor allem bei der Clanstadt, also Offensive ist wichtiger hier bei der Clanstadt als Defensive. Und dann gibt's noch ein bisschen Gönnung? Ui. Ja, nämlich ein schönes Angebot. Vergesst nicht, Creator-Code MBF einzugeben. So, Sonderangebot erhalten, da können wir nämlich noch einen Trank benutzen. Vergesst nicht, Creator-Code MBF einzugeben, wenn ihr mich unterstützen wollt. Vergesst nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Und es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr. Ich kann es euch nur sagen. Es kommt noch viel mehr. So, Frederiksen am Start. Oh ja, den wollte ich euch unbedingt zeigen. Jesus First, Bug 1455, maxed. Und wir sind auch am Farmen. Und das ist ja das Geile, finde ich, bei Legend. Ich bin jemand, der farmt in Legend, ich bin nicht maxed, ich muss noch ein paar Begleiter machen, ich muss noch Mauern machen, ich muss noch bei der Gladi ein bisschen was machen. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich machen muss. Und hier kriegst du natürlich gut Loot, du hast nur 8 Angriffe pro Tag. Klar, da werden natürlich die Hardcore-Farmer sagen, das ist mir zu wenig, ich möchte mehr Angriffe haben, kann ich verstehen. Allerdings, wenn du jetzt so wie ich noch einen zweiten Account hast, den du jetzt aktuell aktiv spielst, sagen wir eigentlich eher 3. Der große Account... Ja, der schläft so ein bisschen jetzt wieder vor sich hin, weil er maxed ist. Der Fred-Account, da habe ich jetzt richtig reingebuttert, also vor allem natürlich auch spielerisch, ne? Nicht so vom Geld, aber von der Zeit her, weil ich den vorantreiben wollte, der ist Rathaus 12. Dann haben wir noch natürlich diesen Account, den Frederiksson-Account, den will ich auf jeden Fall maxen. Also wenn ich den vor Rathaus 15 gemaxt bekomme, das wäre super, das wäre einfach richtig genial. Ja. Das wäre auf jeden Fall richtig gut. Und deswegen 8 Angriffe pro Tag, ich habe die nicht mal alle genutzt. Kam ich nicht mal zu. Ich hatte, glaube ich, gestern 5 von 8 oder so. Und trotzdem kriegst du richtig viel raus und dir kann nichts geraubt werden. Du kannst keine Ressourcen verlieren bei Verteidigung. Das finde ich das Geniale. Und jetzt passt auf, was passiert. Wir haben richtig ordentlich aufgeräumt an der Seite. Jetzt kommen die Super Bowler hinterher. König, Königin, Gladi, zack, zack, zack. Und der alleine schon für den Golem-König-Skin, alleine dafür, finde ich, lohnt es sich schon. Alleine dafür lohnt sich der Goldpass schon. Das ist der geilste Skin ever, glaube ich. Der ist so groß, das sieht so genial aus. Das ist mein Skin, der passt. Der neue Skin von der Gladi, ich finde den nicht gut und deswegen habe ich den auch nicht in einem Video gezeigt, weil ich den Skin einfach nicht schön finde. Diese ganzen Party-Skins, ich weiß es nicht. Irgendwie alle Skins, die nicht ernsthaft sind,
Ich finde, die ziehen das Spiel auch so ein bisschen ins Lächerliche. Ist einfach so. Partywarden, Partykönig, Sommerkönig, Sommerkönigin. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Sowas wie Pekka-König, Golem-König, Royal... Was haben wir noch? Champion-König, Champion-Königin und so weiter, ne? Diese ganzen Skins. Valkyren-Skin für die Königin, auch richtig gut. Oder dieser Herbstkönigin-Skin, richtig genial. Aber dann wieder, wie gesagt, auch diese Roboter-Skins, ne. Ich meine, jedem das Seine, wem es gefällt, ist in Ordnung. Ihr könnt euch das dann natürlich auch gerne snaggeln. Wir sind ein freies Land. Auch wenn ihr jetzt vielleicht aus Österreich, Schweiz, sonst woher kommt, alles freie Länder. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Nur ich persönlich finde, guckt euch mal den Skin an von der Königin. Dann schießt sie mit so einem Sonnenschirm da rum. Ich weiß nicht, gehört das in Clash of Clans rein? Ich weiß es auch nicht. Ich meine, gut, es ist natürlich schön, wenn man das Set dann komplett hat, aber naja. Jetzt haben wir richtig viel rausgeholt. Das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, vor allem 100%, deswegen wollte ich das unbedingt noch mit reinschneiden. Weil ich 100% geholt habe. Das war richtig erfolgreich. So, 232.000 haben wir jetzt. Ah, guck dich mal die schöne Nachricht an, die ich geschrieben habe. Guck dich das mal an. Also 232.717 Dunkles haben wir. Dann ist natürlich immer noch die Frage, wo kann man das noch reinbuttern? Wir haben nämlich noch, wie wir das da oben sehen, beim Begleiterhaus, haben wir noch was frei. Da ist noch was frei. Beim Begleiterhaus. Da könnt ihr auf jeden Fall von ausgehen, dass wir da auf jeden Fall jetzt nochmal was machen werden. Begleiter. Und zwar das Einhorn für 232.000. Katsching, katsching. Brauche ich allerdings, ja, im Endeffekt brauche ich jetzt eigentlich das Buch dafür nicht zu benutzen. Begleiter kannst du vielleicht auch auf einen verzichten. Das geht. Vor allem die nächste Rune direkt auch schon wieder am Start. Die nächste Rune ist auch schon wieder am Start. Ja, vor allem die Runen kann ich immer noch nicht benutzen. Müssen wir also auch mal wieder noch benutzen. Bedeutet eine Mauer noch vielleicht machen mit Elex, Gold. Noch ausgeben. Schmiede ist noch ordentlich was drin. Und die Gladi. Die Gladi. Das ist das nächste Dunkle, was wir jetzt hier haben. Richtig geil. Richtig geil. Angriffe laufen auch soweit, muss ich sagen. Und jetzt sind wir nochmal bei Fred. 156.000, ihr seht es unten. Wir sind noch vor dem Ende der Saison. Und da habe ich gerade mal so durchgeguckt, was ich noch alles machen kann. Wir sehen das jetzt ja Barbarenwächter. Großer Wächter, Barbarenkönig und Königin sind jetzt alle in Verbesserung. Die Königin jetzt aber nicht mehr. Bedeutet, pünktlich zur CWL sind meine Helden dann fertig. Ja, wir haben noch ein Buch. Wir haben tatsächlich noch ein Buch der Helden. Das ist natürlich super, nochmal was eingesammelt. Die Frage ist, haben wir jetzt noch eine Rune? Ansonsten, wenn wir jetzt keine Rune mehr haben, erstmal den Skin, ja, was soll ich sagen? Wir haben ihn freigeschaltet, wir sollten ihn auch benutzen. Erst einmal. Die Frage ist ja, haben wir noch eine Rune oder haben wir keine Rune mehr? Das sieht so aus, 156.000 habe ich aktuell da drin. Ich habe relativ spät erst den Pass gekauft. Deswegen habe ich jetzt noch nicht so viel damit gespielt. Und deswegen war das Ding nicht voll. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsaccount, Angriff No No. Und der hat auf jeden Fall auch noch richtig was beizutragen. Denn wir sehen das, er hat 66.502 Dunkles. Und das bedeutet, der kleine Nono kann auch nochmal was beitragen. Helden sind ein bisschen teuer hier bei ihm. Er hat auch alle Arbeiter noch in Beschäftigung. Aber im Labor. Das Labor sehen wir, ich kann es nicht verbessern. Aber wir haben noch ein paar Sachen hier auf jeden Fall. So. Und zwar der Fledermauszauber für 60.000. Die nächsten Tropfen Dunkles sind auf dem Konto. Und ich bin mal wirklich am Ende sehr gespannt, wie viel es sein wird. Ich blende es an der Seite ein, wie viel Dunkles wir dann immer haben. Zum jeweiligen Zeitpunkt insgesamt. Ich bin wirklich mal gespannt, wie viel Dunkles wir dann am Ende haben. Und das ist jetzt nach der Saison. Nach der Saison. Königliche Gladi 290.000. Aber ich habe kein Buch mehr. Wir haben kein Buch mehr. Wir haben einfach überhaupt kein Buch mehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir haben auch noch ein paar Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Wir kloppen das hier rein. Ne, kostet mich 72.000. Zack, zack, zack. Können wir auf jeden Fall erstmal 4 Arbeiter beschäftigen dafür. Möglichkeit Nummer 2 ist dann natürlich auch noch eine Supertruppe zu snaggeln. Von daher das, was wir vorher nicht gemacht haben mit der Supertruppe. Das können wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Ja,
Der Händler hat zwar ein Buch der Helden, aber ich meine, das ist alles natürlich relativ teuer. Von daher, ja, man weiß es nicht. Vor allem habe ich jetzt keinen Arbeiter mehr frei. Das ist das, wo ich jetzt hier gerade einen großen Fehler gemacht habe. 45 Millionen in der Bank, im Konto. Und jetzt sehen wir das. Das muss ich leider holen. Dunkles Wissen müssen wir holen. Creditcode MBF nicht vergessen. Und Sonderangebote erhalten. Jetzt kommt nochmal 25 drauf, 25.000. Katsching, katsching. Wir haben jetzt einen Arbeiter frei. Das bedeutet, das wird fertig gemacht. Und Mauern, 7 Millionen. 7 Millionen. Boah, das ist teuer. Und ihr seht es ja auch, es sind noch sehr, sehr viele Mauern, die ich noch machen muss. Allerdings, es ist ja natürlich immer so, nach dem Ende der Saison hast du immer relativ viel Kohle. Da kannst du erstmal wieder ein paar Mauern machen. Wir sind natürlich auch sonst maxed. Bis auf die Begleitertiere und bis auf die Gladi, glaube ich. Ne? Die Gladi, ja, 23, Level 23 ist sie. Ja, das bedeutet, da ist auf jeden Fall noch etwas zu tun. Was ist denn hier Phase? Hier habe ich ja immer das Problem, dass ich Max bin und absolut gar nichts mit dem Gold und Elex machen kann. Hier habe ich zumindest jetzt noch die 10.000, die hätte ich jetzt noch, aber wir werden jetzt auf jeden Fall hier auch das Dunkle benutzen erstmal. So, und nochmal so viel, warte mal. 10.000, ja, einen können wir noch. Also dreimal 72.000, den vierten kann ich nicht mehr machen. Da müssen wir jetzt gucken, Gold oder Elex, es ist im Endeffekt egal, was wir jetzt hier nehmen. Ja, nehmen wir Gold. Nehmen wir Gold nochmal, 26 Millionen. Elex, Update bitte, Update, Rathaus 15 Update bitte, 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 Armeelager. Wir machen jetzt hier mal eben noch das Armeelager, damit, weil es ja auch hier darum geht, noch weiter voranzukommen bei den Achievements. Das ist auch noch ein Ziel von mir, dass wir halt alle Achievements machen. So, 18,9 und 18 Millionen und dann nochmal 231.000. Bogey Queen, das wird jetzt auf jeden Fall ein Rennen mit der Zeit. Oh nee, warte mal, da war ja noch was. Da war noch ein Buch der Helden da. Da war sogar noch ein Buch der Helden da. Boah, ich komme mittlerweile schon so richtig durcheinander, weil wir so viele Accounts hatten, so viel ausgegeben haben. Eieieiei. Ja, Buch der Helden ist noch am Start. Buch der Helden ist auf jeden Fall noch am Start. Rune des Dunklen ist auch noch am Start. Oh Mann. Unglaublich. Super Mauerbrecher. Nehme ich extra das Dunkle, weil wir es haben. Das ist zur Erklärung. Ich benutze das, damit wir den Counter vom Dunklen ein bisschen runterdrücken, damit sich halt die Rune mehr lohnt. Deswegen haben wir es nochmal um 25.000 runtergedrückt. So, Buch benutzt. Königin auf Level 56. Richtig genial. Ja, was soll ich machen? 7 Tage. Jetzt sind wir natürlich... Oh, wir müssen es benutzen. Ich glaube, wir müssen es benutzen. Eieieiei. So zwingen sie einen, ja. Aber ich musste es... Ich habe es gekauft. Habe ich offscreen gekauft. Musste sein. Ja, manchmal muss das leider sein, dass man mal ein bisschen was ausgibt. Aber wir haben es ja jetzt gesehen. Die Königin ist richtig gut dabei. Level 57. Auf jeden Fall richtig gut dabei. Und ich habe noch mal ein paar Tränke gekauft. Damit wir jetzt hier nochmal ein bisschen zu Potte kommen, damit das ein bisschen schneller geht. 1, 2, 3 und wir haben jetzt ja noch 19,9 und 18 Millionen an Ressourcen, an Gold und Elex. Das bedeutet, da können wir auch nochmal richtig was ausgeben. Das läuft. So. Allerdings ist die Frage, was machen wir? X-Bogen 10,5, Inferno-Turm 10,5. Es ist manchmal auch nicht verkehrt, man lässt sich mal einen Arbeiter frei. Und hier vor allem. Ich kann es euch sagen, Ballon, 11 Millionen, super, das läuft schon mal. Und ja, im Endeffekt jetzt am schlauesten eigentlich erstmal wieder ein bisschen was in die Mauern reinzustecken. Das ist, finde ich, jetzt am sinnvollsten, dann haben wir das schon mal fertig. Mauern sollte man auch nicht vernachlässigen. Und vor allem natürlich, wenn du den Arbeiter frei hast und du hast vor allem noch so ein paar Sachen dabei. Ihr seht es ja auch, X-Bogen, Inferno, 8 Tage, 10 Tage, das dauert alles noch. Von daher, ja, Helden, was haben wir denn noch? Warden und König, beides ein bisschen über 2 Tage. Das läuft doch. Und ja, damit sind wir am Ende von dieser Episode. Es war so viel. Leute, wir haben so viel ausgegeben. Ich blende es natürlich nochmal ein, wie viel es war. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und das war noch nicht alles. Ihr müsst auf jeden Fall den Kanal im Auge behalten. Ich kann es euch nur raten, behaltet den Kanal im Auge und ja, guckt gerne in die Beschreibung. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, Creator-Code MBF. Und dann bis zum nächsten Mal bei einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Fred. Macht's gut. Tschüss.